Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienstein, vom Dorf zur Stadt zur Metropole. Wir stehen weiterhin vor dem großen Museum und so wie es aussieht, wird das jetzt die letzte Innenausbaufolge. Jedenfalls habe ich so eingeplant. Ansonsten habe ich jetzt alles soweit gebaut. Und ich denke, es ist dann bald auch an der Zeit, dass das Let's Show folgt. Offen ist jetzt hier noch die Sektion 4 Holzbearbeitung. Hier zeige ich immer den Weg auf vom Setzling zum Holzblock. Und das machen wir jetzt noch für die verschiedenen Baumsorten, die noch fehlen. Also die Eiche habe ich schon mal vorgebaut, so als Muster. Lassen wir hier mal frei, dann hätten wir 1, 2... Das ist zu wenig, dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Ja, wir setzen das jetzt einfach mal einen Block zurück. Oder fangen schon hier an. Wir machen den weg. So, jetzt habe ich mal alles gesagt. Wir machen das jetzt mal so in den Blumentopf. Und dann machen wir jetzt einfach hier die Liste durch. Als nächstes kommt die Fichte, da holen wir uns dann einen Stamm. Und einen Block und Fichtennadeln. So. Der Setzling kommt da rein. Den Stamm legen wir jetzt mal hier dran. Die Fichtennadeln. Und den fertigen Block. Und dann kommt hier der nächste hin. Blumentopf. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Birke. Dann rüsten wir uns auch schon mal aus. Birkenlaub haben wir hier. Birkenholz. Und Birkenbrett. Also wieder Setzling, Birkenholz, Laub, Birkenbrett. So, und ich hoffe, hier passt noch eins hin. Sieht aber gut aus. Jetzt sind wir schon beim Tropenbaum. So, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Das bist du. So. Die Bretter. Laub. Und dann versuchen wir jetzt mal hier auf der gleichen Höhe anzusetzen. So. War doch so, oder? Dreimal gedreht. Ja gut, die Seiten sind ja unterschiedlich, das sage ich immer wieder. Das muss ich mir auch immer wieder selbst vorsagen, sonst glaube ich es nämlich nicht. Deswegen geht es nicht ganz symmetrisch. So, was folgt denn nach dem Tropenbaum? Die Akazie. Die Akazie, also das Holz haben wir schon mal hier. Ich glaube, der Stamm ist weiter unten, weil die später erst eingefügt wurde oder so. Keine Ahnung, wonach das hier sortiert. Genau. Akazie. Jetzt haben wir ja schon Übung. So. Blumentopf. Was fehlt noch in der Sammlung? Die Schwarzeiche. So, und die versteckt sich auch ganz unten. Das weiß ich noch vom Schiffbau, da habe ich nämlich auch mal gesucht. Aber da haben wir sie schon. 3. 2 Blöcke. Und Laub.
Und hier mache ich jetzt, ich wollte schon sagen wieder, aber das wisst ihr ja auch nicht, weil ihr die andere Seite hier nicht kennt. Hier mache ich eine Infotafel hin, wo die ganzen Äxte abgebildet werden, die es so gibt. Und die Infotafel mache ich jetzt mal so ganz schlicht aus allen Holzsorten. Nein, das gefällt mir nicht. Wir machen es so. Was haben wir jetzt vergessen? Das war Tropenholz. Das. Und da haben wir unsere 6 Holzsorten. Können wir das hier hinten weghauen? Ist ja jetzt ein bisschen überdimensioniert, aber macht ja nichts. Tut keinem was zuleide. Dann brauchen wir den Rahmen und natürlich auch die verschiedenen Werkzeuge. Und da haben wir die Eisenaxt, die Holzaxt, die Goldaxt, die hier in dem Texturenpaket jetzt überhaupt nicht dazu passt. Nein. Und die Diamantaxt. Sind also 4 Stück. Dann setzen wir hier die Rahmen und einmal. Wir fangen wieder mit der kleineren an. Also mit der schwächeren. Die Holzaxt, Eisenaxt, Goldaxt. Und die Axt. Und ganz wichtig, ausleuchten. Das muss ich hier sowieso noch machen. Kann ja hier nicht auf dem Boden brennen. Wie sieht das denn aus? Ja, das hier ist jetzt frei. Das ist irgendwie doof. Da probieren wir jetzt mal was. Nein, kriege ich den Topf? Nein, gut. Und zwar setzen wir da jetzt einfach mal ein paar Blümchen rein. Ja, auch noch so eine Idee. So, dann nehme ich aber nicht alle, das wird nämlich dann zu viel. Außerdem glaube ich, dass manche Blumen sowieso nicht reingehen. Von den Tulpen nehmen wir mal auch nur eine Sorte. Ist sonst ein bisschen übertrieben. So, und optional kann ich da hinten auch noch mal reingehen. Na, das sehen wir ja dann. Löwenzahn, Mohn, blaue Orchidee, Sternlauch, rote Tulpe, Eichensetzling, nee, den wollen wir nicht. So, dann nehmen wir noch die Marguerite, das Porzellansternchen. So, und ich glaube, die großen Blumen funktionieren ohnehin nicht. Oder? Genau. Die sind nämlich immer 2 Blöcke groß und das funktioniert dann nicht mit den Töpfchen. Können wir mal gucken, ob Pilze gehen. Ja. Man ist ja kreativ. Porzellansternchen. Ja, geht. So. Jetzt haben wir hier noch die verschiedenen Pflanzen. Sehr hübsch. Ja, die ganze Beleuchterei, die mache ich dann jetzt noch im Anschluss. Da habe ich nämlich jetzt keinen Bock drauf. Da brauche ich nämlich auf jeden Fall Fackeln. Und ich werde wahrscheinlich auch wieder irgendwo Glowstone einbauen müssen, weil das sonst doch arg dunkel wird. Und dann wären die Sektionen soweit eigentlich alle fertig. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll. Das kann so nicht bleiben, das sieht doof aus. Naja. Hier habe ich jetzt auch schon wieder Waffen. Mach mal weg. Habe ich noch die berühmte Garderobe mit den Garderobenhaken hingebaut. Die kennt ihr ja vom Prinzip her schon von Theater aus. Und natürlich auch hier Schließfächer.
Diesmal nicht ganz so wild, sondern nur so Kisten mit Türen davor. Es erfüllt hier seinen Zweck für die Rucksäcke und die Taschen. Ja, was habe ich noch zu berichten? Ich habe jetzt tatsächlich auch alles aufgefüllt, sodass das Museum jetzt auf einem festen Untergrund steht, wie ihr sehen könnt. Hier schwebt jetzt nichts mehr in der Luft. Die Redstone-Ausstellung, wir können ja mal kurz reinlupschen. Hallo, Kuckuck. Hat jetzt auch ein Dach bekommen. Und ich habe hier noch ein Kleintiergehege hingesetzt für die Hühner und die Kaninchen. Somit sollten eigentlich jetzt alle Vorbereitungen getroffen sein für das große Let's Show, was ich dann jetzt auch hiermit ankündige. Ich weiß noch nicht, ob ich es in einer Folge schaffe. Ich vermute mal, es werden eher zwei Folgen werden. Wahrscheinlich werde ich im Let's Show auch noch 100 Baufehler finden. Naja, wie das halt so ist. Aber ich habe noch eine Anregung bekommen, ganz frisch eingetroffen. Und zwar wurde gefragt, also ich habe es jedenfalls so verstanden, ob es denn möglich wäre, dass ich hier bei diesem Erdhaus ein Grasdach noch draufsetze. Und beim Erdhügel dann da hinten auch. Und da wir hier ja im Kreativmodus sind, kann ich das machen. Sollte eigentlich hell genug sein, hoffe ich. Leuchten wir auch mal wieder aus. Aber man kann das Gras auch anders wachsen lassen. Wenn ich jetzt nicht in Kreativ wäre, sondern in Survival, da ginge das auch. Wäre nur ein bisschen umständlich. Da. Was zum... Wer... Gehst du aus meinem Museum raus? Nicht die Treppe. Da kümmere ich mich dann bitte offline drum. Das muss keiner sehen, was hier passieren wird. Ja, also das Gras habe ich jetzt gesetzt. Hier halt schon als fertigen Grasblock. Man hätte das auch im Survival jetzt anders machen müssen. Da hätte man nämlich geguckt, wo gibt es denn schon einen Grasblock? Und hätte dann so eine Art Brücke gebaut, also sowas. Damit das Gras nämlich dann weiter wächst. Denn Gras wächst nur an schon bestehendem Gras, also jetzt einfach so an dem würde gar nichts wachsen. Hätte ich dann hier noch ein Loch reingeschlagen und das so durchgezogen, per Brücke, wäre also auch gegangen, spare ich mir jetzt aber. So, das war's dann auch für diese Folge. Ach ja, das Häuschen hier für die U-Bahn, da muss ich auch noch was hinzimmern. Und ich denke, ja, wir sehen uns dann zum großen Let's Show. Bis dann!